Vor einigen Monaten fand ich diese Raupe auf einem Kohlblatt. Ich fragte mich, in was sie sich verwandeln würde. Also nahm ich sie mit und ließ sie in einem kleinen Terrarium nieder. Bereits am Abend webte die Raupe ein Netz für sich und hing an der Wand des Terrariums. Am nächsten Morgen bildete die Raupe einen grünen Kokon, der dann zu Boden fiel. Wenn ihr euch fragt, was als nächstes passiert ist, seht euch gerne dieses Experiment auf unserem Kanal an.